Hey und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Ion. Wir sind eigentlich, also wir sind zwar im Observatorium, hat die letzte Folge geendet, aber ich dachte so, ich bin mal so nett und laufe mal bis hier oben, beziehungsweise porte bis hier oben durch. Dann habe ich hier gedacht, ich muss jetzt aber leider verkaufen, das heißt, ich konnte da nicht weitermachen. Es tut mir ja leid, aber es ist nun mal de facto so. Und nebenbei läuft eine Diskussion im Dreier. Die fand ich sehr interessant, deswegen habe ich direkt im Nachhinein, mit hinein aufgenommen. Und zwar, es geht darum, SM versus Kantor. Ich gehe mal immer von Damage Kantor aus gegen Carry Kantor, gegen Support, also Full Support Kantor mit Gear. Kommt eigentlich keine Klasse an, ganz ehrlich. Also, so viel Heal habe ich selten gesehen. Vor allem auf sich selber, also auf eine Person sind die echt wow. Dann geht es darum, also wenn natürlich, die reden davon, SM ohne GS-Glück schafft man ihn nicht. Ja, teilweise. Also, wenn der SM wirklich sein Schild, also nicht Schild, sondern ich rede jetzt nicht vom normalen Schild, sondern von Vertretung bzw. Protection, also oder Protection nicht, beziehungsweise ist ja nicht das gleiche, abhat, ist der SM im Vorteil. Klar. Das ist zwar narrk, also man kann ja auch den Geist töten, aber gut, an und für sich ist er im Vorteil. Da muss man darüber nachdenken. Der Kantor hat extrem viele Stunts. Sehr viele, finde ich persönlich. Also ich habe schon häufiger mal gegen Kantor gemacht. Sehr, sehr viele Stunts. Du kannst leider nur einem einzigen entgehen. Und ja, ist halt sehr heftig, wenn man da drinnen steckt. Und die können auch viel Schaden fahren. Also es kommt immer auf das Gear an. Aber wenn man bei gleichem Gear ist. Wenn der SM halt gut ist und den anderen in den Vier-Lock, nenne ich jetzt mal, reinschiebt und auch nach dem Stun sein Vier reinhaut und nicht das Lebensrufen, weil sonst kommt halt noch ein Stun, noch ein Stun, nach ein Stun. Dann denke ich, würde der SM gewinnen, insofern er den sehr hohen Schaden vom. Na, Bade ist nicht wie SM. Wow, diese Aussage. Bade ist fast wie SM. Bade hat weniger DSP, ich glaube sogar nur ein. Bade hat viel, viel höheren Schadensoutput. Also, zum Beispiel dieser Dot mit dem Bienchen, ne? Keine Ahnung, wie der heißt. Auf jeden Fall auf dem dritten Ticker. Oh, ich glaube, das ist. Also, ein Dot. Auf dem dritten Ticker macht unendlich viel Schaden. Muss man da ganz so aufpassen, den müsste man sich eigentlich runterbuffen. Macht sehr, sehr viel. Wirklich. Nicht unterachten. Unterschätzen. Sind die immer noch nicht respawned? Also ich nehme halt direkt nach der Folge auf. Und diese scheinen alle noch nicht respawned zu sein. Interessant. Da ist ein Kampfexperte. Geil. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also. Wenn man wirklich durchgehend vieren kann, man kann ja rein theoretisch über eine Minute mit Pech, man kann eigentlich sehr viel mehr, also hier, da gehen wir jetzt von 11 Sekunden aus, also man geht immer vom unteren aus, 8 Sekunden, da bist du schon bei 19 Sekunden, du gehst davon aus, dass die Person nicht direkt, naja, weitermachen kann. Ich weiß gerade nicht, wie viel der Anti-Stun macht. Ich glaube, der ist nicht ganz so lang. Und der hier hält halt 6 Sekunden. Man muss aber bedenken, wenn, oh. Ah, shit, ich bekomme ja richtig viel Schaden. Entschuldigung, ich bin gerade beim Reden und schaue gar nicht auf meine Leben. Wenn man. Oh, das ist so schwer. Wenn man ein Vier, also ein paar der Vier schon durch hat, sind ja zumindest der Furcht-Vier, der 30 Sekunden Cooldown hat, wieder ab. Ich weiß gar nicht, Angstschrei hat eine Minute. Da muss man da ein bisschen länger warten. Aber man kann ja auch zwischendurch stunnen, also. Es ist halt die Frage, ob man den einmal in den Vier reinkriegt und ob er dann in der Free-Damage-Phase genug Schaden bekommt. Und ob der Kantor in der Lage ist, also er kann ja immer noch an sein Gear rumfuschen währenddessen, dann bedenkt, dass er auch einfach ein Magieresistenz-Set reinhauen kann. Und dann müsste der SM theoretisch auf sein Emax-Set rüber wechseln. Wow. Okay, Emax-Set rüber wechseln. Und um noch Schaden zu machen, um überhaupt Schaden zu machen. Und wenn er das nicht macht, dann fährt er halt null Schaden. Also, wenn das MRSZ höher ist als die natürliche MAG von dem SM in dem Fall. Ach, das ist echt so. Weil man kann ja auch bestimmte Fears durch, wenn die halt, wenn man eine sehr hohe MRS hat,
Die haben auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht durchgehen. Ich glaube, die ist höher, dass sie durchgehen als normale Skills. Soweit ich das richtig weiß, aber halt nicht 100%. Obwohl ich glaube, der Instant 4 Auswahl wird halt durch Magie, Resistenz, was auch immer, irgendein Skill resistet. Ist fast 100%. Aber ich weiß, dass Furcht ist schon mal bei Amras Klerikern, soweit ich das mich recht entsinnere. Es geht ja also gerade nur aus meiner Erinnerung, und das kann auch sein, dass sie falsch ist. Geht die mal hin und wieder auch nicht durch. Das ist. Diese Frage, ne? Da könnte man eine unendlich lange Folge rausmachen mit Skills-Vergleich, mit Combo-Vergleich, mit Gear-Vergleich, mit verschiedenen Möglichkeiten, wie das ausgehen kann. Ich meine, du musst ja auch den gewissen Faktor Glück mit reinspielen, denn es macht einen Unterschied, ob ein Skill normal kommt oder ein Skill crittet. Das ist auch schon mal viel, viel unterschiedlicher. Du müsstest auf beider Seite einen Experten für SM haben, du müsstest einen Experten für Kanto haben. Es bringt nämlich nichts, wenn ich. Also ich weiß wirklich. Ich sag nicht Experte, ne? Das bin ich nicht. Na, so semi. Auf jeden Fall, ich weiß trotzdem nicht alles über den Beschwörer. Ich habe ja letztens erst bemerkt, oh, lieber Stopp, oh. Es gilt, wenn das Ziel einen magischen Angriff auf euch ausführt, erleidet es 5% seiner TP zusätzlich als Schaden. Das wusste ich nicht. Ich setze es kaum im PvP und vor allem nicht gegen ein Target, das mich danach angreift, sondern vielmehr bei Raids, wo dann einfach alle Schaden kriegen und fertig ist. So. So laufe ich eigentlich hier lang? Ach, keine Ahnung, ist ja egal. Von daher, da muss man wirklich. Oh, das ist so schwer. Da war ich auch jetzt wirklich unwissend. In dem Sinne. Also nicht in dem extremen, du bist unwissend Sinne, sondern in dem Semi-Unwissen. Wie ich das einschätzen würde. Ich muss mal eben kurz schauen, ob Patrinek. Nein, Patrinek hat zumindest angezeigt, keine Quest. Das ist gut und schlecht zugleich. Ich habe immer noch nicht gesehen. Wow! Hier wird mich gleich noch ein Räuber adden, sobald ich das richtig gehört habe. Okay, Räuber ist wieder weg. Also der steht halt da vorne um die Ecke und patrouilliert da, glaube ich, so minimal hin und her. Und wenn man halt Pech hat, dann kommt er dann genau zu einem hingerannt, wenn man bei dem Tracker dran ist. Und dann endet er ein und dann macht's Aua. Ich weiß, es war jetzt sehr professionell gesprochen, es macht Aua. Wir werden gleich. Na, wir haben einen Skill resistet, das war natürlich vorteilhaft. Ich möchte jetzt unter keinen Umständen die Chance eingehen, dass ich einmal kurz nicht das mache. Also Skill drücke. Schild, Schild, Schild. Es ist immer wunderschön, wenn du etwas ausweicht, resistest. Das ist der schönste Moment, weil du sonst tot wärst. Stalker, eigentlich brauche ich den ja. Also wie ihr seht, hier vorne Stalker brauche ich noch 3 Stück und den Kundschafter brauche ich jetzt nicht zwangsläufig, aber ich werde natürlich routen, damit ich den Stalker ohne Probleme machen kann. Ich habe gar keine Dingezraute mehr drin, ne? Hier, da brauche ich eigentlich noch. Und tut mir übrigens leid, dass ich jetzt so Ewigkeiten zwischen Kantor und Ding jetzt hin und her, was ist was und sowas habe. Ich habe ja darauf gehofft, dass hier vorne der General wieder ist. Oder ist er da? Moment, mal gucken. Da, der ist da. Ich kann den Namen nicht lesen. Wenn er da ist, dann werden wir natürlich. Nein, das ist ein Priester. Okay. Der scheint darauf zu hoffen. Ja, der wird den wahrscheinlich abfahren. So, wir machen jetzt hier. Ich werde dem wieder Marks verteilen, damit ich auf gar keinen Fall was Falsches adde. Castrolle kommt rein. Du gehst schon mal auf die 1 los. Die 3 wird geroutet. Die 1 wird angegriffen. Du bekommst auch einen Stun rein. Du bekommst auch das hier rein. Jetzt bekommst du meinen Stun. Wäre natürlich sehr, 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 sehr nett, wenn der. Ach ne, der 61 hat sich wieder ausgelockt. Ich habe nichts gesagt. Weil sonst wäre es natürlich cool gewesen, wenn er einmal kurz einen Skill drauf gemacht hätte, dann wäre es jetzt schon viel, viel, viel angenehmer für uns. Aber naja. Au, das tat weh. Wenn man springt und dann gestunt wird, ist man übrigens bei seiner ursprünglichen Position, also vor dem. Ich versuche gerade eigentlich den Ding jetzt hier zu kiten, aber das hat gerade nicht so gut geklappt, wie ich das wollte. Boah, ich hatte gerade echt Angst, dass der Machtschlag auf mich geht und nicht auf mein Pet. Dann wäre ich wahrscheinlich tot gewesen. Ich glaube, ich bin auch so tot. Bitte nicht, bitte nicht. Na, oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Okay, nicht. So, jetzt möchte ich kurz noch neu laden und dann wieder auf den General, denn wir wissen ja, der bringt Goldloot. Das ist unser Herzgeneral. Einmal das Herz rüber.
Ich finde solche Scherze immer lustig. Den Greifer da vorne bräuchte ich theoretisch auch. Was macht denn der da? Da ist noch ein Stalker, das ist gut. Möchte ich nachher machen. Also wir müssen halt hier unsere Quest langsam mal fertig kriegen. Wir arbeiten jetzt, glaube ich, schon irgendwie 10 Folgen oder so in diesem Gebiet. Also es ist wirklich sehr anspruchsvoll. Das tut mir auch wirklich leid, weil ich euch wenig anderes zeige. Also wir haben ja letztens, das waren wir da unten. Da unten, da bei diesen komischen Sachen. Wo ich auch noch nie war. Da könnte ich hier reingehen, die Mentoren und dann meine Kamp der Chromida halt abarbeiten, ne? Könnte ich machen. Lass ich jetzt aber, weil ich eigentlich was anderes machen möchte. Und zwar den angreifen. Mit Explosionsklaue als erstes und dann hier unser Betäuben hinterher. So ist das Feingeistigeist. Machst du toll. Ja, hast du toll gemacht. Da hat sich übrigens irgendwer gesagt, oh mein Gott, der arme Hund. Und ich hoffe, das war nicht so gemeint, wie ich es denke, was gemeint war. Also, ich übertreibe schon nicht so mit meinem Hund, ne? Das ist viel mehr dieses, willst du, bring mir mal das Spielzeug und so etwas, was ich mit ihr spreche. Also, keine Sorge, diese hyperhohe Stimme, das ist nur ganz selten, dass ich sie so anspreche. Also ganz, ganz selten. Da dachte ich nämlich so, ups, das könnte man ja voll falsch verstehen, dass ich das halt häufig mache und so. Oh Mann. Oh, ich muss aufpassen. Ich wäre jetzt fast aus Kaltgründen in die Wache da reingelaufen und aus, ich muss laufen, Instinktgründen. Und ja, bis auf die Stunt-Phase in Anführungszeichen, was haben wir bekommen? Bitte irgendwas Goldenes? Ah, schade. Kein Goldloot. Oder? Nö, 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 nö. Ich glaube, das Saiteninstrument haben wir bekommen von dem Geräusch her. Können wir mal nachgucken. Alle. Oder haben wir mal viel bekommen? Okay, nice. Merkt euch, dass ihr die Leute machen sollt. Ich habe Bot ja mal gefragt, Kina und so. General und die anderen Leute. Explosionsklaue. Also der Geist braucht immer ein bisschen, bis er überhaupt reagiert. Also der stellt sich dann erstmal davor und dann macht er erstmal. What? Ach genau, Schaden. Noch im Alle-Chat. Es war gerade sehr, sehr farbig da unten. Landmark zu töten, das ist Atma Endboss. Das ist nicht kurz. Da muss man zumindest durchlaufen. Das finde ich immer richtig nervig, ey. Ich habe schon gewartet. Das ist erst der Anfang. Ja, wir wissen's. Wir wissen's wirklich. Und du sagst das jedes Mal wieder. Und jeden, den ich von dir töte, der sagt das. Und wir denken uns immer nur, du wirst auch sterben. Tut mir echt leid, ne, dass ich so brutal zu denen bin, aber ja, sie sind jetzt nur. Das lasse ich nicht zu. Warte, stopp. Das lasse ich nicht zu, ohne etwas dagegen zu unternehmen. Du tust schon was. Du tust mir zwar nicht Aua, aber du tust was. Tabletten brauche ich noch 4 Stück. Okay, aber den Stalker da vorne muss ich noch machen. Auf geht's. Ich habe keine Laufrolle mehr drin. Und die ist auch bald abgelaufen. Und wir müssen den mal langsam reinhauen. Na, 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 na. Wann kommt der Stun? Der Stun scheint nicht zu kommen. Das regt mich auf. Ja, das ist immer scheiße. Ich weiß nicht, ob das Buggy ist oder Absicht, aber er kommt halt nur wieder nicht. Und das ist mir was aufgefallen, was ihr schon längst im PvP-Video gesehen habt, dass diese kleine Anmerkung bei Steinhaut und Geistschritt, ich weiß nicht, wie der Geistschritt richtig heißt, auf jeden Fall ist da eine kleine Anmerkung, die heißt, Steinhaut wird vom Geistschritt ersetzt. Also wenn ihr das Geistschritt reinhaut, wird eure Steinhaut runtergerissen. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Ich finde es mega nervig. Aber es ist, wie es ist. Entschuldigung, da war jetzt gerade eine kurze Unterbrechung zwischendurch. Kommt mal vor. Wir müssen da nachher eine andere Ding jetzt reinlegen. Nahrung heißt es ja, glaube ich. Barfood. Im Englischen. Frag mich nicht, wie man es im Deutschen jetzt nennt. Gute Frage, wie nennt man Barfood im Deutschen? Oh, und da ist mir was aufgefallen. Und zwar, mich hat jemand angeschrieben bezüglich Just Iron. Wie, keine Ahnung, Goldpaket und so, ob ich ihm sagen, Iron, keine Ahnung, irgendwas. Es ging halt währenddessen nur kurz um Just Iron. Da habe ich gesagt, Just Iron ist illegal. Das ist mein Wissensstand, was das angeht.
Tja, der ist gerade gemacht, Leute. Tut mir leid. falls ihr auf den General wartet, den habe ich vor circa 2 Minuten gemacht. So. Also war jetzt so Pi mal Daumen, 2 Minuten können auch länger gewesen sein oder kürzer. Ich kann mir so etwas immer schwer machen. Ja, scheint wirklich drauf zu warten. Wenn die jetzt zur Hexe weitergehen, ne? Ich geh jetzt. Ja, die sind auch Folgen. Das ist einfach nur ein Twinkie Boy von dem. Ich geh zur Hexe, kannst du knicken. Twinkie Boy. Und von daher ist das sehr, sehr. Naja. Der zieht den halt nur durch, um, wie ich das euch empfehlen wollte, hier China zu machen. China, jetzt ist China. China, China, China. Brauche ich noch Kämpfer? Ich glaube nicht. Mal gucken. Bevor ich die angreife. Ja, brauche ich noch. Dann laufen wir mal zurück und machen da einen Kämpfer. Ich muss ja nicht beide machen, das wäre ja sinnlos. Also nicht sinnlos, nur ein bisschen überflüssig. Und dann brauche ich noch ganz viele Panzertiger. Da muss ich mal schauen. Ich weiß nämlich nicht, wo die wirklich sind. Ich schau mal, ob die Quest gut ist. Ja, sie ist gut. Dann wird das nämlich jetzt ja nicht mehr angezeigt. Ich mag das nie, wenn das immer ewig angezeigt wird. Das finde ich immer nervig. Rache ist süß. Das sind Kampfexperten. Aber ich glaube, die stehen zu nah an anderen Sachen. Wenn ich das richtig weiß. Als ich übrigens sehr leise bin, dann tut mir leid, wenn ich sehr laut bin. Das tut mir auch leid. Ich kann das irgendwie nie einschätzen. Ich habe immer das Gefühl, dass ich in der Bearbeitung sehr leise bin. Und dann schaue ich mir das Video danach an, bevor ich es halt hochlade. Und denke so, oh, ich bin doch gar nicht leise. Ich bin sehr laut. Das ist immer sehr verwirrend. So, Kampfexperte, wo bist du? Priest, das scheint mir ein sehr großer Haufen zu sein. Da gehe ich gar nicht erst hin. Wir wissen, dass da hinten unsere Hexe steht. Die wollen wir natürlich machen. Das ist der Kampfexperte und der zieht, glaube ich, den. Ich bin falsch eingebogen. Ups. Das war jetzt nicht Absicht. Nur so als Info. Oh, das sind nochmal Kampftigers. Hier wollen wir nämlich rein für unsere Hexe. Soweit ich das richtig weiß. Oder? Die müssen wir eh machen, weil der da hin und her patrouilliert. Und wir hatten es beim letzten Mal so, dass er uns dann bei dem Kampf mit der Hexe mit reingelaufen ist. Das war sehr ungeil. Ihr müsst natürlich immer aufpassen. Ich muss mir jetzt, glaube ich, irgendwo hinschreiben, dass ich nur Level 44. Was? Die Hexe ist gemacht worden? Was war das denn? Das finde ich jetzt nicht gut. Schamanen ziehen Zauberer. Ich weiß gar nicht, ziehen Zauberer? Na, leider nicht. Das ist blöd. Sonst hätte ich den Zauberer jetzt da gemacht, damit ich hier nicht umsonst hingelaufen bin. Aber wir können da vorne hingehen. Hier kann ich nämlich was Cooles zeigen. Hier hinten ist ja das Ätherportal. Da irgendwo da unten. Und wir wollen. Oh. Die möchte ich gleich machen. Also, da mache ich auch die Waffe. Die Wache, damit ich da kiten kann. Aber dann möchte ich da auch diesen Elite-Schnurri machen. Elite-Schnurri. Finde ich gut. So, dann gehen wir mal auf den los. Das hier rein, da so und dann rechnet. Nein, habe ich nicht. Natürlich habe ich keinen drin. Den kann ich wahrscheinlich sehr gut kiten, weil das definitiv ein Nahkämpfer ist. Wenn ich kiten möchte. Ja, komm, wir kiten mal so einen kleinen Ticken. So minimal. So ein bisschen bewegen. Nach dem Motto, komm, jetzt machen wir noch einen Cast und dann fegen wir einmal über den. Sind wir wieder hier, dann können wir diesen Stun reinhauen, dann kann ich wieder Schaden fahren. Muss gestunt werden, danke sehr. Also so kite die halt, ne? Indem ihr irgendwie ihn stunt und während der Stuntphase am besten euch bewegt, weil ihr dann am weitesten kommt und wenn ihr euch bewegt, setzt ihr etwas wie Erosion, weil ihr dabei halt weiterlaufen könnt und niemals untätig sein. Und jetzt so etwas wie ich jetzt habe, ist natürlich ungünstig, weil ich jetzt direkt an ihn dran bin. Das liegt daran, weil ich vergessen habe, die Kette nachzubuffen, zu was auch immer. Und dadurch hat er mir jetzt echt einen Riesenschaden reingehauen. Ihr merkt, er ist theoretisch sehr stark. Das habe ich jetzt gerade auch eher so hoch. Du bist ja stark, du Kätzchen. So, jetzt laufen wir wieder auf die andere Seite von dem. Können das wieder nachbuffen, können wieder stunnen. Muss man immer aufpassen, dass man nicht aus dem Range läuft. Der ist nämlich gerade jetzt so 25 Meter. Weiter kann ich nicht. Und dann ist er jetzt auch schon tot. Kann man wieder Mana nachziehen. Und dann schauen wir mal, was der drin hatte. Ob der jetzt sich überhaupt gelohnt hat. Ein Ring. Oh, der ist gar nicht so schlecht. Seelenbünden, aber es ist theoretisch ein
physischer Ring, was aber nicht so schlimm ist. Gibt Schlimmeres als physische Ringe, wenn die relativ okay sind. Rotans Ring wollen wir aber weiter benutzen. So. Ah, jetzt gehen wir hier in... Oh, okay, warte mal. Nee, die Zeit sagt nicht. Okay, dann gehen wir das nächste Mal rein. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei weiteren Folgen. Und bis die Tage. Tschüss.